Da ist eine richtige Vollfettspinne drin. Die hat sich so ein bisschen angekrochen. Aber da sieht man vielleicht so ein bisschen die Beine. Und prüfen, ob diese Vollfettspinne, die dann später rauskommt, in unseren Mund reinkrabbelt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Vielleicht kann der so ein paar Baktusse und Kariesse ja, von den Zähnen heraus lecken. Müssen wir nicht Zähne putzen morgen früh? Ja, das wäre richtig geil, wenn die das macht. Ja, Spinnen sind Nutztiere. So, wir legen uns jetzt gerade vor diesen ganzen Vollfettspinnen hier nieder. Genau, deswegen liegen wir jetzt gerade hier. Gute Nacht, bis morgen. Wir sind wach und diese ganzen Spinnen, die sind nicht in unsere Nasen und sowas reingekrabbelt. Und in unsere Ohren und so. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Das ist diese Nacht schon wieder nicht passiert. Und diese Vollfettspinne, die da drin war, in diesem Loch, die ist weg von dort. Keine Ahnung, wo die rumläuft. Oder vielleicht ist sie heimlich in unseren Mund irgendwie reingeklettert. Und wie heißt das Ding? Legt dann diese ganzen Eier in unseren Magen drin. Damit dann irgendwann ganz viele kleine Spinnen aus unseren aus unserer Öffnung raus geklettert kommen plötzlich.